Und da geht er rein, der erste Kaulbarsch. Heute schön ein paar Köderfische angeln, gucken, wo wir hier ein paar gute Kaulbarsche kriegen und dann verangeln wir die Köderfische. Also raus hier mit den Ruten. Ich bin hier gerade schön auf Kaulbarsch aus. Sehr feines Setup, das heißt, ich bin hier nur mit 20er bzw. 18er Haken unterwegs und dann mal raus damit. Wir wollen Kaulbarsche, richtig schön viele Kaulbarsche rausziehen. Kaulbarsche lohnt sich immer übelst, alleine für Kaffeeaufträge zum Beispiel, das lohnt sich kohlemäßig einfach richtig gut. Jetzt muss ich gleich nochmal ein bisschen testen, welcher Köder denn hier der bevorzugte ist. Ich hatte gerade schon direkt hier in dieser einen Minute auch noch zwei Giebel dran. Auch nicht schlecht, aber die wollen wir ja nicht. Kann aber auch sein, dass es halt noch so ein bisschen hell war. Wir haben ja noch nicht so wirklich Nacht. Und dass es daran lag, dass die jetzt vielleicht dann in der Nacht, hoffen wir es mal, nicht mehr ganz so aktiv sind. Und 106 Gramm, okay. Geht schon gut los hier. Also ich bin geklippt jetzt hier auf 5, 6, 7 Meter. Alle drei Routen halt so in diesem Bereich. Oha, da kommen aber jetzt hier die Brocken, Alter. Alle so in diesem Bereich gerade. Und dann gucken wir mal, was hier geht. Frequenz scheint schon gut zu sein. Fängt schon gut an. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Auf Setup gehen wir natürlich auch gleich nochmal ein. Und ja, wie gesagt, immer wieder eine gute Stelle oder eine der guten Stellen hier am Belaya. Am Belaya auf Grund, auf der langsamen Seite sozusagen. Da geht es dann hier auch gerne mal eben auf die kleineren Fischis. Und ja, schön hier auf feiste Kaulbarsche, das kann man noch machen. Ich muss gleich nochmal eben schauen, wie denn das Kaulbarsch-Köderfischgewicht ist. Da haben wir den Kaulbarsch, den nehmen wir jetzt mal eben hier raus. Und dann sehen wir es hier, 40 bis 80 Gramm Kaulbarsche brauchen wir. Also mehr von diesen 50 Gramm an, dann ist das doch genau richtig. Dann sind wir da safe. Und alles andere, was hier köderfischmäßig reingeht, das nehmen wir dann auch gleich noch alles mit. Ei, ei, ei. Ist hier kleine Güster noch? Ne, volle kleine Brassen auch. Also hier geht anscheinend noch einiges anderes mit rein. Aber es gehen eben auch die Kaulbarsche. Ja, genau das richtige Gewicht. So soll das sein. Die wollen wir haben. Dann ist das doch soweit okay. Ich bin hier mit meinen normalen Fiederruten unterwegs. Habe hier Microbraid drauf. Man kann wahrscheinlich auch eine ganz normale, schnöde Monoschnur nehmen. Aber ich habe mir gedacht, komm, die ganz kleinen Fische, da nehmen wir auch die dünnste Schnur im Game. Die Microbraid mit 0,04 mm. Und habe hier einen 18er bzw. 22er Haken drauf. Was man jetzt noch variieren könnte, ist natürlich der Köder. Köcherfliegenlarve, Regenwurm wäre nochmal eine Option. Und wenn das jetzt hier so ein bisschen, ja, Flaute ist, wenn hier gerade nichts geht, direkt mal ändern. So, raus mit dem Köcher. Und da ist was dran. Das ändern wir aber trotz allem gleich nochmal zum Testen auf dem Regenwurm. Und dann gucken wir mal, wo hier am meisten Action ist. Aber das sind so die, ich sag mal, die üblichen Köder, die eigentlich immer wieder ganz gut funktionieren. Mistwurm, Regenwurm, Köcherfliege, also Köcherfliegenlarve. Und ja, dann kann das abgehen. Dann heißt es schön die Spitzen beachten und gucken, ob die Schnur ein bisschen wandert, so wie jetzt hier in der Mitte. Ob da schon was dran geht. Ja, ohne sich großartig zu melden bei den ganz kleinen Viechern. Da passiert das halt schnell, dass man auch mal einen übersieht. Und auf einmal schlitzt es nur aus. Da das nächste Dingen hat sich quasi nicht bewegt. Winzig kleine Karausche. Andere Möglichkeit ist es natürlich reinzugucken, hier in diesen Text. Zurzeit ist es halt noch so, dass wenn ein Fisch beißt, hier man sieht es, das flackert, da springt so der Text so ein bisschen. Warum auch immer das zusammenhängt, keine Ahnung. Irgendwo beißt ein Fisch und der Text springt halt ein bisschen rum. Naja, ist halt so, ne?
Irgendwo beißt ein Tex, habe ich gesagt. Irgendwo beißt ein Fisch und der Tex springt. Ich brauche noch was Kaffee. So. Ah. Okay. Ja, das ist jetzt der Plan. So sieht es aus. Köderfische machen. Und dann würde ich sagen, ich guck mal eben kurz hier ins Café. Position ist ja jetzt ungefähr klar. Setup ist klar. Köder sind klar. Und dann geht's damit gleich zum Kuori. Und ja, oder wir geben hier natürlich dann die mit 100 Gramm. Das ist natürlich auch angenehm, ne? 6 Kaulbarsche mit 100 Gramm für 100 Silber fast. Und die ollen Diebel werden wir auch noch los. Ich sehe das schon. Also ist doch ein Traum. Da sagt mal einer, am Belaya kann man nicht schön Plumpsangeln machen. Gerade wenn man im Low-Level-Bereich ist, lohnt es sich. Gerade sowas hier. Kaulbarsche, Rotaugen, Giebelaufträge, alles, die ganzen Aufträge hier abschließen. Mit den einfachsten Ködern hier auf dem Regenwurm. Guck mal, da gibt es sogar nachts noch eine Laube drauf, ey. Verrücktes Dingen, ey. Und vor allem Frequenz ist gut. Man levelt und skillt das Grundangeln schnell nach oben. Das ist halt alles super praktisch. Im Idealfall nimmt man halt so ein steinfarbenes Blei. Wenn man das noch nicht hat, dann ist das nicht ganz so relevant. Wichtig ist, dass man erstmal eine gute Frequenz hat. Und dass man, ja, schön viele Brocken rauszieht. Und dadurch dann auch Skillpunkte in der Montageart bzw. in der Angelart kriege ich jetzt hier in dem Fall halt das Grundangeln. Okay, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter raus, mache die Taschen voll, alles hier jetzt schön mit Kaulbarschen. Vielleicht ballert ja sogar noch eine Trophy rein, gucken wir mal. Und dann verhackstücken wir das und dann geht es ab zum Kuori. So, jetzt haben wir es gleich 6 Uhr morgens. Gucken wir mal eben rein. Das sieht schon sehr, sehr, sehr kaulbarschlastig aus. Also jetzt hier in den nicht mal 20 Minuten. Ja, über 50 Fische im Kescher. Das ist doch schon mal gut. Wir brechen jetzt hier an der Stelle ab. Auch wenn da noch bestimmt ein bisschen was reingehen würde. Das reicht mir jetzt erstmal. Aus diesen 50 oder ja, 51 Fischis. Da machen wir jetzt gleich erstmal Kaulbarsch-Köderfische. Gucken wir da mal eben rein. Das sieht doch auch gut aus hier. 12, 13, 14 Stück haben wir jetzt hier zusammen. Plus noch ein bisschen was anderes. Also, für mal eben kurz zum Kuori auf Köderfisch. Kann man das doch mal schnell ganz gut machen. In 20 Minuten ausreichend Köfis zusammen. 6 Stück mit 100 Gramm hat leider nicht gereicht, aber immerhin noch eine Trophy mit 152 Gramm. Ja, die hat auch gut gezogen, ne? Für das Gewicht gar nicht so schlecht. Aber die Giebel, die können wir auf jeden Fall machen. 4 Stück, zack, haben wir hier nochmal 13 Silber. Und hier die unmaßigen, die können wir auch noch machen, die 3 Stück. Siehste, 13 sind wir hier schon bei 17, bei 18 Silber. Und den Rest haben wir hier nicht. Also 18 plus, was haben wir hier? Guck dir das mal an, Alter. Fast 130 Silber mit Kaulbarsch, also simpelstes Angeln in 20 Minuten in der Nacht am Belaya. Das alleine ist schon für einen Low-Level-Account mit Level 12 gut zu erreichen. Allerdings immer dran denken, im Low-Level-Bereich habt ihr noch nicht die Grund-Skill-Punkte auf 100%. Dadurch, dass ich das habe, fange ich mehr maßige und insgesamt auch ein bisschen mehr Fische. Es ist nicht so riesig der Unterschied, aber man merkt es auf längere Zeit gesehen doch dann schon, dass es halt, wie gesagt, gerade auch mehr maßige Fische sind. So, jetzt geht's ab zum Kuori. So, und dann sind wir angekommen hier am Kuori, ab ins Boot und der Domme hat geschrieben, Alden, kannst du mal nicht irgendwie vielleicht auch Köfi? Ich teste hier gerade und dann hat er gesagt, ich suche auch noch Köderfische. Köderfische haben wir ja jetzt abgehakt und jetzt geht es am Kuori hier da hinten auf die Insel und da schmeißen wir jetzt erstmal die Grundruten rein. So, und dann legen wir auch direkt los. Wir gehen mal direkt auf das Setup ein. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, mit den Royal Pickern unterwegs. Pickern, sage ich schon, mit den Royal Feeder Routen unterwegs. Riesenvorteil davon ist, die haben ein recht hohes Wurfgewicht.
Wichtig natürlich fürs Köderfischangeln, wobei man da natürlich auch schon an die Grenzen kommt, wenn man hier einen fetten Barsch dranhängen würde. Wir nehmen natürlich jetzt nur den Kaulbarsch, aber man sieht das halt, ne, mit einem großen Barsch, da muss man halt wirklich ein bisschen drauf achten. Und man hat hier vielleicht einen großen Barsch, guck mal, die gehen hier bis 150 Gramm, dann ist das halt schon heftig, ne? Nehmen wir mal jetzt hier ein, 147 benutzen, da sind wir schon unten im roten Bereich von der Tragfähigkeit oder vom Wurfgewicht. Das ist halt schlecht. Also da müssen wir aufpassen, wenn wir halt Köderfisch angeln wollen. Und ja, hoffen wir mal, dass das auch irgendwann mal noch ein bisschen populärer wird. Ich denke, das wird, gerade wenn sowas wirklich noch irgendwann kommt mit so Kühlboxen und sowas, dann wird das bestimmt irgendwann nochmal ein ganz wichtiges Ding in das Köderfischangeln, weil es auch im Moment total unterm Radar läuft. Leider eigentlich. Aber ich denke, da muss man dann wirklich auch ein bisschen Blick drauf haben, was holt man sich noch für Ruten mit einem guten Wurfgewicht. Gucken wir einfach mal, was es da alles demnächst noch gibt für Ruten. Hoffen wir da mal, dass es da noch was Passendes mit einem schön hohen Wurfgewicht gibt, dass wir das raushauen können. Was können wir denn machen, wenn wir jetzt normale Ruten haben? Wir können das gute und praktische Blei hier verwenden, dieses Flycast. Da könnte man zum Beispiel jetzt hier so ein 14 Gramm nehmen. Guck mal, jetzt sind wir nur noch im gelben Bereich. Das heißt, wenn wir jetzt auch noch einen Barsch nehmen, der vielleicht ein bisschen kleiner ist, dann kommen wir da schon ganz gut mit klar. Und das Geile ist, bei diesen Flycast-Bleien, die fliegen wirklich richtig, richtig weit raus. Also, das sind die Bleie mit super Wurfeigenschaften. Die fliegen halt raketenmäßig durch die Luft. Die weitesten Entfernungen damit, das läuft dann halt richtig gut. Auch wenn das halt nur so ein kleines 14-Gramm-Ding ist. Nehmen wir jetzt natürlich nicht. Wir haben ja jetzt gerade nicht die Bredouille hier mit dem dicken, fetten Barsch. Wir haben ja nur den Kaulbarsch. Das heißt, die 42 Gramm nehmen wir. Dann nehme ich hier auch ein 42 Gramm Blei. Und wir werfen jetzt hier ins 15 Meter Loch. Ich gucke mal eben nach, wie weit das da ist. Also ich sag mal so 30 Meter sollten wir schon einstellen. Das Ganze sinkt ja dann auch noch ab. Das heißt, wir ballern erstmal raus. Zack. Ja, kommen sogar in den Clip rein. Auf zu, dann ist der Clip auch weg und dann lassen wir das schön offen runtersinken. Das Ganze machen wir hier auch, beziehungsweise ich glaube, ich könnte auch ganz ohne Clip einfach rausballern, das wird auch funktionieren. Dann machen wir auch hier jetzt den Kaulbarsch drauf und ab geht es. So, zack, einfach ohne Clip. Ja, das wird schon passen. Nächstes Ding auch. Dann ballern wir da nicht immer schön in den Clip rein und machen dann noch mehr Verschleiß, sondern jubeln das einfach so raus mit dem 42 Gramm Blei. Ja, das passt ganz gut. So, absinken lassen, Bügel zumachen und dann abwarten und gucken, was passiert. Im Idealfall haben wir jetzt hier die Chance auf, und da zuppelt es auch schon los, auf Bachsaibling und Co. Nachts kann man hier natürlich dann auch schön auf Quappe gehen. Tagsüber hat man natürlich immer so ein bisschen das Risiko, dass hier auch Hechte reingehen. Um das Risiko ein bisschen zu minimieren, habe ich jetzt 15 Kilo Fluorocarbon-Vorfächer drauf. 15 Kilo. Heißt also, es müsste schon ein Hecht ankommen mit 7,5 Kilo, dass der das dann mal eben easy wegsnackt, das Vorfach durchbeißt. Die sind ja nicht so häufig. Ich sag mal, die häufigsten sind ja eher dann so im Bereich von 2 bis 3 Kilo. Und es ist schon relativ selten, dass da mal einer reinballert mit 7 Kilo plus. Das heißt, ja, wir haben hier schon ein gewisses Risiko, dass das durchgebissen wird, gerade tagsüber, absolut. Aber ja, wir hoffen einfach mal, dass da nichts passiert. Und wenn doch, dann ist es halt einfach so, ne? Dann kann man halt nichts machen. Ja, also jetzt einfach abwarten, gucken, was passiert. Es kann natürlich jetzt hier immer so ein bisschen Action passieren, weil ja die Köderfische da unten rumschwimmen. Das heißt, da jetzt nicht irritieren lassen. Jetzt heißt es auch erstmal ein bisschen warten und gucken, was hier geht. Ich bin gespannt, was hier geht. Und da schießt die erste Rute runter. Krass. Zack, der erste Biss hier. Gehen wir mal langsam ein bisschen hoch. So. Auf
einmal macht es nur noch bzzz hier. Sehr gut, ey. Was haben wir hier? Den ersten Barsch oder was? Seesaibling. Seesaibling. Ich bin noch am Hadern mit der Hakengröße. Ob ich nicht vielleicht doch einen größeren Haken dran mache. Weißt du was? Ich mach das einfach. Der Domme meinte zwar 2-0er Haken, aber beim letzten Köderfischangeln am Ladogasee mit den Stinten, wo das ganz gut auch ging, da hatte ich dann doch die maßigen und die einigermaßen schmackhaften Fische. Die waren dann doch eher auf einem richtig übertrieben großen Haken. Von daher baller ich einfach hier nochmal raus. Wir wollen ja die großen Brocken. Ob wir jetzt da was verstrecken, ich weiß es nicht. Aber irgendwie scheint bei dem Köderfisch die Hakengröße noch weniger wichtig zu sein als der Köder selbst. Von daher gucken wir einfach mal. Und der nächste Brocken. Und genau da, wo ich mir gedacht habe, geil, Alten, probier doch mal in die andere Ecke zu werfen. Und zwar hier in die Spitze habe ich geworfen. Also, auch da scheint es zu funktionieren. Gucken wir mal, was hier reingeht. Auch noch nicht so richtig riesig groß. Ich meine, wir haben hier 15 Kilo Vorfach. Wenn wir da auf halber Strecke ganz entspannt reinziehen können, ist es doch gar nicht schlecht. Ja, das ist halt immer die große Frage. Wo wirft man hin? Allgemein muss ich sagen, so richtig viel ist noch nicht los. Ich warte aber noch die Nacht ab. Das wird bestimmt auch nochmal interessant. Gucken wir mal, was dann da in der Nacht abgeht. Genau die will ich haben. Genau die wollen wir haben. Bachsaibling auf Kaulbarsch. Einfach zu geil, das Teil. Also, schön die Bachsaiblinge. Und wie gesagt, ich hoffe ja, dass sie vielleicht doch eher so in dem Bereich hier sind. Gerade so in diesen Kanten und Randbereichen, da war das doch eigentlich in der Regel immer ganz erfolgreich. Und ich werfe, ja, nochmal da hinten so raus, in die Richtung. Wieder volles Met, das heißt, wir hatten das ja gerade schon getestet. Oh, hier haben wir aber starken Wind. Da werfe ich direkt nochmal. Starker Wind aus Nord, das heißt, ich werfe einfach nochmal ein bisschen weiter links rüber. Starker Wind aus Nord. So. Alter, perfekt. Mit Effekt. Genau so. Und jetzt lassen wir das Ganze erstmal noch wieder absinken. Ja, auch hier leider bisher wenig bis gar nichts. Das heißt, auch hier schmeiße ich jetzt einfach nochmal die zweite Rute da hinten hin. Vielleicht lübt ja da mehr. Eine bleibt noch hier. Eine lassen wir so, wie es ist. Und die jetzt hier, die kommt auch nach da hinten raus. Zack. Und ja, der Wind treibt es so langsam rüber. Perfekt. So. Absinken lassen, Bügel zu. Bisschen straff ziehen. Und dann sieht man auch, wie schön steil die Schnur nach unten geht. Ins tiefe Loch rein. Das ist halt dann immer gut zu sehen. So. Und die nächste geht runter. Perfekt. Also, dann sind wir jetzt hier wieder in diesem Bereich und dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht und vor allem, was dann eben noch in der Nacht geht. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt noch mal ein bisschen raus. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was geht und dann gucken wir gleich einfach noch mal in den Kescher rein. Tja, es wird schon langsam wieder hell. Aber das Köderfischangeln ist einfach noch nicht so der Burner. Also, das Angeln mit Köderfischen, das ist doch ein bisschen mau, oder? Ein Bachsaibling jetzt hier, schöner Seesaibling vielleicht noch, okay, kleine Quappe, kleiner Hecht. Sehr, sehr, sehr mickrige Ausbeute dafür, dass wir hier vorher ja schon eine halbe Stunde investiert haben in das Angeln und wir haben ja den Skill auch. Und wir haben ja ganz viel schon quasi hier reingesteckt in die Köderfische. Dann verangeln wir das und haben letzten Endes in einer deutlich längeren Zeit, in der doppelten Zeit, nicht einmal ein Viertel an Kohle rausgekriegt, was wir da jetzt
ja, vorher haben verdient und investiert, das ist natürlich eine miese Ausbeute. Grundsätzlich kann man aber sagen, Bachseibling kann man gut halt schon mit dem Kaulbarsch beangeln. Also es funzt schon. Die Saiblingsarten auf Kaulbarsch funzt. Also sie ballern schon rein. Vielleicht ist es einfach nicht der ideale Zeitpunkt gewesen, nicht das ideale Wetter. Von der Position her muss ich sagen, war es auch gar nicht schlecht. Gerade da in dieser Kurve kann man machen. Auch immer schön auf dem Köderfisch. Freut man sich. Barsch. Richtig gut. Ja, also, wie gesagt, hier in diese Spitze reinwerfen war vielleicht gar nicht schlecht. Ich werde das nochmal ein bisschen testen. Auch hier in diesem Bereich, vielleicht auch hier in diesem Bereich nochmal zu werfen. Oder von dieser kleinen Insel hier hinten in diesem Bereich zu werfen. Also so verschiedenste Positionen von hier aus zu werfen. Ne? Und ich glaube von hier aus, hier rein, hatten wir ja auch schon mal probiert. Da gibt es auch schon Videos auf dem Kanal, vielleicht einfach nochmal reingucken. Ich glaube das letzte war hier in dem Bereich. Und das Köderfischangeln mit der Matchroute, auch das wäre natürlich eine Option. Schön mit der Match. Ich habe noch ein paar Köfis. Ich werde noch weiter ein bisschen rumexperimentieren und gucken, was geht. Und dann bin ich gespannt, ob da vielleicht doch noch ein schöner Saibling reinrasselt. Fehlt mir immer noch als Trophy. Von daher wäre das doch gar nicht verkehrt. Die ganzen Jahre immer halt auf Jig probiert. Vielleicht ist er bei mir halt vorgesehen auf Köderfisch, der Bachsaibling. Also, Petri ihr Lümmels, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr. Petri.